Nein, den einen Pfeil behalte ich, das wird mein Glück. Ihr könnt euch auch schon jetzt, da es geklappt hat, mit dem Game Booster, also zumindest, dass es klappt, aufzunehmen. Ich allerdings noch, ich habe jetzt schon mehrere Aufnahmen gemacht, die alle verloren. Ja, und Andi ist zu feige, es dann hochzuladen. Ja, weil ich will, ich also beim besten Willen die erste Folge gleich verloren. Ja. Also nee, es muss ja nicht sein. Ja. Okay, ja, also auf jeden Fall vom Andi, lol. Und dann gleich am ersten Weihnachtsfeiertag Battlefield 3. Freut euch, Jungs. Ja, genau. Und ja, gut, da schaue ich mir dann halt morgen noch. Ja, dann würde ich mal sagen, Andi, können wir. Weitere Pelligkeit. Können wir gleich vielleicht. Ja, nicht allzu weit unten. Oder ja, doch, das Höllenportal, das kreischt so. Das machen wir weiter unten. Hier so, vielleicht. Hätte ich mir gedacht. Weißt du, was ich dann gleich mache? Scheiße. Nee, das nicht. Übrigens, ich habe jetzt hier einen so tollen Mod drinnen. Da sieht man jetzt vielleicht im Optionsmenü. Bei mir ist neben den Options-Button noch ein Texture-Pack-Button, dass man eigentlich praktisch in-game das Texture-Pack wechseln kann. Nur bei mir hat das im Moment so einen Bug, dass ich, wenn ich versuche, das zu wechseln, dass... Saving Chunks. Genau, Saving Chunks. Habe ich nicht gut. So. Ich höre irgendwo eine Spinne in meiner Pilzhöhle. Und das macht mir Angst. Ah, oh, Axel, dir macht doch alles Angst. Na und? Die macht auch sehr vieles Angst. Ja. Total. Hast du dir schon mal unseren Lehrer in Unterwäsche vorgestellt? Welchen? Deutsch? Ja, Dann hättest du wirklich Angst. Auf jeden Fall. Gut, lassen wir das. Nehme ich überhaupt auf? Ja, gut. Ah, schön, Andi. Hast gleich mitgedacht. Und auch super, dass du es aus Cobblestone machst. Sieht ja nicht irgendwie bescheuert aus. Ich find's geil. Das machen wir irgendwann noch schön aus, schön im Stein. Ah, übrigens dürfte man jetzt eigentlich... Ja, man kriegt Treppen wieder zurück. Wenn man sie abbaut. Ui. Und ich bräuchte mal... Moment, dann wechsle ich mal ganz kurz aufs Default. Du loop, da ist Default drinnen. Ja, nee, ich hab Default rausgetan, da hatte ich keinen Bock drauf. Komm, das sieht doch. Ah, das sieht doch beschissen aus mit den Stone Stairs. Gerne wieder. Übrigens, nächste Aufnahme mit Sparks Pure BD Craft 128 könnt ihr ja schon mal. Ja. Jetzt erst nochmal Stunden warten, bis es auf Debitor gewechselt hat. So. Nicht abschmieren, danke. So, bei Debitor sieht's ganz geil aus, aber so. Bei uns sieht's scheiße aus. Nee, das Texture Pack. Und hier, Andi, stopp, du machst da gerade einen fatalen Fehler. Ich hätte an deiner Stelle alles ab hier nochmal gelassen, weil hier müssen wir nämlich eine Reihe gerade machen. Was zur Hölle macht ihr eigentlich gerade? Wir machen gerade einen Raum fürs Höllenportal, weil sonst kann man hier nicht gut durch die Tür durchgehen. Bedeutet, du hast gerade ziemlich gefailed. Also lass es lieber noch, Andi. Ja. Bis hier und nicht weiter. So. So, wie groß machen wir den Raum? Also, er müsste praktisch ja eigentlich eine Doppeltür haben hier vorne. Was soll das denn hier, der Höllenportalraum, oder? Ja. Er müsste ja praktisch hier vorne eigentlich sogar eine Doppeltür haben. Wenn du das meinst? Ja, weil sonst wäre es ja nicht symmetrisch. Wie sieht der Cobblestone eigentlich in deinem Texture-Pack aus? Praktisch so... Ja, halt so wie jetzt der neue Stein. Halt so schön halt. Ach so, schön. Ja, mag ich nicht. Schönes Scheiße. Was machst du? Ja, was wohl? Max arbeitet das ganze Let's Play nur an seiner Pilzhöhle. Und die wird am Ende so viel besser aussehen als alles. Also, 4 hoch
5 hoch oder wie hoch muss es gegen den Portal? Das Portal muss 3 hoch, der Raum muss also. Und Olli? 4 hoch sein. Ich würde nur ein etwas kleineres Portal machen und dafür halt noch. Ich finde es aber sowieso geiler, wenn ein Raum ganz schön hoch gelegen ist, wenn ich ehrlich bin. Wir können ihn theoretisch auch 5 hoch machen. Ja, aber theoretisch. Nee. Und wo wir jetzt schon Debitor Texture Pack drin haben, ich fände es geil, sowas wie der Debitor zu seinem Höllenportal hat mit der Lava, wo mit Pistons da unten der Dingens rauskommt. Wo man so drüber springen muss. Ja, da fällst du ja dann runter. Ja, wollte auch ganz sagen. Da machen wir dann lieber einen Weg, der durchgängig ist, dass du da nicht springen musst. Genau. Das ist, glaube ich, besser für uns alle hier. Beziehungsweise lassen wir uns schon ein bisschen was einfallen hier. Ja, genau. Wir wollen ja nicht Stil. Zum Höllenportal. Wie bei Stargate. Ja, genau, wie bei Stargate. Und wir müssten das jetzt hier. Warte mal, wie weit hast du es denn hier? 1, 2, 3, 4. Bedeutet, wir müssen hier noch 1, 2, 3. Hier muss mal endlich 4. Gras unten sein bei meiner Pilzhöhle. Andi, mach's nicht noch zu groß. Ich meine, ich würde nicht mehr so weit nach drüben gehen, ganz ehrlich. Es muss aber schon ein epischer Raum werden. Ja, aber komm, wir gehen rein, vor uns das Höllenportal, links und rechts leerer Raum. Nein, wir können da ja noch so Brunnen und Lava, Säulen und Dinger und Sachen. Ja, wir können ja hier dann praktisch eigentlich, das wäre eine gute Idee, hier dann unsere ganzen Höllensachen lagern eigentlich, so mit Kisten, mit Netherrack und so. Oder? Du machst alles nur praktisch, nie irgendwas, einfach nur schön und cool. Na, im Moment haben wir unser ganzes Zeug irgendwie sowieso nur praktisch. Nee, eben nicht, wir haben so gar nichts. Wir haben unsere Kisten neben den Betten stehen und alles irgendwie durchgewürfelt. Ja, praktisch und nicht schön gemacht. Und jetzt machen wir mal was Schönes. Nicht schön und nicht praktisch. Okay, wir können was Schönes machen, aber auch ein bisschen praktisch. Nee, nichts praktisch. Wir trennen schön und praktisch. Okay, gut, wir trennen schön und praktisch, und zwar strikt. Ich finde eure Diskussion irgendwie ermüdend. Maxel, dann disconnecte bitte, wenn du so mies drauf bist. Genau. Was heißt du mies drauf? Ich finde das bloß eine etwas blöde Diskussion. Warte mal, ich hole es gleich mal was Wichtiges. Was? Seid mir nicht böse. Eine so eine Kiste. Es will hier keine scheiß Pilze wachsen. Maxel baut nur seine Pilzhöhle. Genau. Lässt uns hier im Stich. Stimmt. Übrigens, die anderen. Theoretisch könnten wir ja jetzt schon einen Zaubertisch bauen. Dann bauen wir. Genau, dann muss auch die ganze Zauberscheiße muss zum Höllenportal. Nee, nö, dafür. Das kriegt auch noch einen eigenen Raum. So, das wird ja, strikt getrennt. Können wir auch machen. Und ich würde dann nicht mehr sagen weiter, also noch die Länge, die du jetzt hier dahin gemacht hast, in die rechte Richtung. Und ich mache hier jetzt halt dann noch und dann, ja. Boah, ey, ihr Scheißbäume, wachst doch irgendwo, bitte. Und danach, nach dem Höllenraum, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie viel Eisen wir noch haben, aber danach gehen würde ich schon sagen, dass wir mal in die Hölle gehen, aber Eisenrüstung vonnöten, ne? Na, brauche ich nicht, weil. Doch, du. Doch, schon. Vor allem du. Ja, aber. Wir alle erstmal eiskalt auf Andi gehen bei sowas. Ich will nicht, dass sie so schnell kaputt geht. Ne, ja, scheiß drauf. Hast du eine Workbench oder Holz für eine Workbench, Andi? Ah, ne, ich brauche dann so. Ich nicht holen. Ich brauch sowieso noch Sticks. Was, Holz habe ich auch? Ja, aber kein Eisen oder so. Es wäre gut, wenn wir die Türen hier mal zumachen würden. Aber wir haben genug Eisen für 3 volle Rüstungen auf jeden Fall. Es geht doch. Scheiß Baum. Ich protestiere gegen euch Bäume. Wir bauen jetzt heute mal was Schönes. Genau, ausnahmsweise mal. Ja, mein Gott, Schaf, wenn du mir die ganze Zeit vor die Linse rennst. Und was wir vielleicht noch machen könnten, der uns mal eine Kuh oder so anlegen. Kuh? Eine Kuh anlegen. Ja, würde ich ja gerne, wenn wir eine Kuh finden würden. Wir müssen nicht mal latschen. Ja, wir müssen generell ein bisschen die neue Welt hier erkunden. Ich bin noch so ein Fleck. Wir sind hier in der Nähe von einer Höhle. Bedeutet, wir haben bei unserem Portal die ganze Zeit Zombie-Geräusche. Ich mein Ton nicht an, ich höre das nicht.
Ich würde es anmachen, vor allem wenn wir in die Hölle gehen. Ich hasse aber Minecraft, Tom. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich hasse Minecraft Musik. Ich hasse auch den Ton. Auf alle Fälle ärgert mich jetzt das, dann muss ich mir jetzt morgen noch einen PaySafe-Card kaufen, Alter. Dopfer. Und sonst muss ich 50 Euro zahlen und jetzt krieg ich es für 30. 40. 30. Ja, generell müsstest du 40 zahlen. Echt, wo? Hab ich gelesen auf dem Game-Laden. Statt auf Amazon kostet 50 und Amazon macht eigentlich schon immer die. Na, auf dem Game-Laden steht irgendwie 30 statt 39. Seien wir doch mal irgendwie ein bisschen sprachgewählt und sagen Spieleladen. Nein, das ist aber eine Internetseite, die heißt Game-Laden. Da würden wir den Namen verändern, wenn wir Spieleladen sagen würden. Das Maxi ist kennt es gar nicht. Nö. Was braucht man nochmal, um diese komischen anderen Fenster herzustellen? Fenster in den unteren zwei Reihen. Und dann den oberen ja, zwei. Ja, auf alle Fälle muss ich mir dann auch morgen noch meine Pay-Karte holen, ich glaube. Oh. Aber ich habe nicht mal 10 Euro. Oh. Soll ich dir was borgen? Ich bin total blank. Ja, dann geh zur Bank und hol dir was. Ja, ich will aber nichts abheben. Ja, dann kaufst dir nicht. Ich will's aber kaufen. Dann heb was ab. Ich will aber nichts abheben, dann kaufst du halt nicht. Und ich leih mir was von meiner Mutter. Und wie ich brauche Lava. Und doch noch mal 10 Euro mehr auf meine Schulden. Lol. Hey, wie cool, wie krank sich meine Pilze vermehrt haben in meiner Pilzhöhle, fällt mir gerade auf. Aber ey, Olli, weißt du zufälligerweise, ich will mir jetzt nämlich auf diesem Gameladen.de dieses Spiel kaufen. Ich habe allerdings 3x 10 Euro. Ja. Kann ich jetzt das überhaupt zahlen? Ich habe im Gameladen noch nie was gekauft. Muss ich zugeben. Andi, baus lieber fix zu. Andi, stopp. Ich baue hier die Höhle zu, weil sonst spawnen hier Monster über unserem Portal und das wäre ein bisschen scheiße. Ach, wieso denn? Das wäre doch funny. Ja, total. Ah, okay. Mach doch den Minecraft-Sound so. Dann hol dir mal das Ding ins Soundpack, das der Gronkh auch hat, das Oblivion-Soundpack. Überleg mal, ja, ich kann ja auch mal zu den Zuschauern fragen, soll ich die nächste Aufnahme vielleicht mal mit dem Oblivion-Soundpack machen? Ich find's jetzt nicht so gut, aber Mai, von mir aus können wir mal eine Aufnahme mitmachen. Was ist denn das? Das sind halt andere Sounds. Okay. Wow. Deswegen auch Soundpack. Wow. Ja, nee, ich... Der Maxel findet alles dann immer total langweilig. Nee, ich find's cool. Deswegen sag ich ja wow. Ja. Und wow. Ein Creeper vor der Haustür. Guck mal, den kann man da durchs Fenster an. Du lässt den in Ruhe. Du lässt Danke. Den in Ruhe. Sei nicht so dumm ey, wie cool. Ich. Guck mal, wie so ein Bild. Geht grad nicht. Guck mal. Hallo. Hey, hallo. Muckst du dich? Hä, die Tür ist unsterblich, du kannst sie nicht aufbrechen. Olli wage es nicht. Nee. Ey Mann, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich sollte... Andi, hast du Cleanstone? Ja, ich hab sie eh ausgecleant. Ich bräuchte genau 4 Stück. Oder nee, warte. Für ein Lever braucht man... Für ein Lever braucht man... Ah nee, ich brauch 4 Stück. Ich brauch einfach 4 Cleanstone schnell. Für ein Lever braucht man Bever. Und Bever braucht man Lever. Und Lever. Bever. Und was, wenn ich nicht 5 will? Stell ich mir eins wieder zurück. Okay,